Hallo und herzlich willkommen zu Folge 57 von Juran. Wir stehen hier in der... Oh ne, da kommen sie direkt runter. In der letzten Folge, ja, hatten wir das Problem, dass wir hier so ein paar Gegner hatten und, ja... Die wollten nicht so ganz. Jetzt sind sie uns direkt auf den Fersen. Das ist ja leicht ungünstig. Schreien jetzt so. Okay, stehen bleiben wir da. Ist es egal. Gute Nacht, 800 EP für uns. Ja. In der letzten Folge hingen sie noch auf dem Dach, jetzt kamen sie direkt runtergeschossen. Da ist nichts zu holen. Sehr schön. So, wir hatten da oben alles mitgenommen. Problem, wir suchen immer noch ein verkorkstes Schwert. Irgendwo zwischen hier und dem Lager. Wo auch immer das sein soll. Sonst hätte ich gesagt, wir gehen demnächst eine Runde pennen. Ansonsten müssen wir ja Fokus suchen, ne? Die Wüste. Genau, und wir haben irgendeinen Schlüssel für irgendeine Tür. Alter Falter. Labyrinth ist was anderes und das Paladin-Schwert ist irgendwo auf dem Weg zur Stufenpyramide. Wir sind bei der Stufenpyramide. Warte mal, war da hinten? In der Hütte, ich meine, wir können ja kurz mal das Licht anmachen. Ist ja jetzt nicht so, dass wir unbedingt pennen müssten, aber war da drin nicht ein Bett? Ne, ich glaube, da war kein Bett. Da steht ja noch so ein Eierkopf. Sieh zu, das Land gewinnst. Noch so ein Depp. Dann laden wir ein bisschen Mana wieder auf. Warum halten die denn immer an? Depp. Selber dran schuld. Guck mal, da sind mit was. Heiliger Vollstrecker. Echt? Das ist aber jetzt nicht dem seine Waffe, oder? Ich meine, wenn es die ist, in Ordnung, können wir die mitgeben. Heiliger Vollstrecker klingt auch ziemlich danach. Wenn das die Waffe jetzt aber sein soll, bin ich ein bisschen sauer, weil zwischen Stufenpyramide und Lager ist das jetzt nicht unbedingt. Dem müsste man die eigentlich hier irgendwo im Sand vermuten. Egal, wir gehen erstmal zum Lager und pennen eine Runde. Danach hätte ich gesagt, versuchen wir es mal ein bisschen an den Feuersnappern. Und eventuell finden wir noch ein paar. Hier. Kleine Kollegen, ein paar Krabbler. Ein paar Crawler irgendwo hier. Denn wir, oh, wir haben wieder 16 Zangen. Das heißt, bei 4 weiteren gibt es wieder eine Steintafel. Wie ist es ansonsten? Hätte man hier irgendwo auf den Dünen. Also ich hätte irgendwo auf den Dünen die Waffe vermutet. Kann auch sein, dass der heilige Vollstrecker nur Loot ist. Also sprich, dafür, dass man hier halt jetzt die ganzen Untoten geklatscht hat, kriegt man dann Zugriff auf denen, der taucht halt dann da auf. Man kann mitnehmen. Aber vielleicht ist es ja die Waffe, die er sucht. Der sucht doch einen Zweihänder, oder nicht? Okay, das steht jetzt, wird jetzt hier nicht mehr weiter erläutert. Soll mir auch recht sein. Dann gehen wir jetzt einfach zurück. Und sprechen ihn einfach mal an. Und da hinten sehen wir schon die roten Punkte. Da sind die Feuersnapper. Ach, und Kollegen. Aber keine 4. Das ist jetzt ein bisschen schade. Das ist nur 2 sind, aber ist egal. So, die hauen mal um. Und nehmen uns alles mit. Legt doch ein Ei rum. Ob die nachspawnen, wie gesagt, das weiß ich nicht. Genauso wenig weiß ich, ob die Pflanzen nachspawnen bei Juran.
Ich werde manchmal das Gefühl nicht los, aber es kann auch einfach sein, dass ich nicht gründlich genug bin. Und deswegen ab und an was übersehe. Also hier auf den Dünen war wieder nix. Also entweder ist die Waffe die, die wir besitzen, oder die ist vielleicht davon in den Ruinen, oder keine Ahnung. So, wie ist denn der Kerl jetzt? Sträfling, Lance, pennt der oder was? Ne, der pennt nicht. Wo ist denn der? Bist du es wirklich? Das Jim. Hätte ich dir vorher gesagt. Ja, sag mal, wo ist denn der? Der trainiert doch jetzt nicht auf dem Berg da oben. Auf der Düne. Ist kein Berg. Mitten in der Nacht. Der hat aber auch die Ruhe weg. So, Freund, ist er das? Hey! Tatsache, das darf nicht wahr sein. Hier, hast du dein Schwert wieder. Wo war es denn? Die Untoten hatten es direkt vor der Stufenpyramide aufgestellt. Danke. Ich stehe jetzt wohl in deiner Schuld. Wenn du willst, bringe ich dir was bei. Und was kannst du mir denn beibringen? Einhand und Armbrust. Ne, Zweihand und Armbrust schießen. Okay, das ist ja gar nicht mal so unnötig. Ah, jetzt hat er direkt den Heiligen von Strecke ausgepackt. Okay. Immerhin, wir haben es geschafft. 1500 EP. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben sogar bald ein Level up. Guck mal an. Wir sammeln wieder fleißig Lernpunkte. Haben wir denn noch? Ne, haben wir nicht. Überlegt, ob wir noch irgendwie günstig irgendwas. Oh, wir hätten sogar noch. Reicht das fürs Level up? Tatsache, dann nächstes machen wir jetzt aber trotzdem mit. Also ich meine, das können wir. Auf der anderen Seite mache ich es dann sonst nie, ne? Und ich überlege gerade, wie wir jetzt am besten noch ein bisschen Stärke bekommen. Genau das habe ich auch. Wir pennen erstmal eine Runde. Müssen wir erstmal drüber schlafen. Sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ansonsten ja, müssen wir jetzt irgendwie gucken, wo der Schlüssel passt. Das ist ein bisschen blöd. Da kannst du nochmal unterrichten. Tiere aus, nee, das können wir alles schon. Geh weg. Du kannst gar nichts. Der kann mit uns handeln. Und die Sache mit dem heiligen Pfeil war, wenn ihr mich fragt, eigentlich ein guter Deal. Hat er noch irgendwas Gescheites? Nee, ne? Amulett der Stärke tragen wir ja, ne? Mal irgendwelche gescheiten Ringe vielleicht? Mittlerweile? Nee, nicht so ganz. Nicht so ganz. Schutz des Holzes. Blöder geht's gar nicht. Irgendeiner schrieb, ich solle was in der Wüste trinken, irgendeine Suppe. Die Suppe der Toten? Es könnte sein, dass es sich um die handelt. Wir haben generell noch ziemlich viele Suppen, die uns noch einen Stärke-Bonus verpassen. Ich habe auch erfahren, wenn wir 6 Schwertfische, es gibt nur 6, wir haben 5 logischerweise, klar, dass wieder einer fehlt. Wenn wir 6 Schwertfische essen, kriegen wir, glaube ich, Geschicklichkeit dazu. Wir haben hier nochmal 3 Stärke in Form von Äpfeln. Warte mal, da kommen wir auf 75. Gehen wir das mal durch. 76, 77, 79, 80, 89. Jetzt sind wir bei 103. Quatsch, 104. Das ist ja nicht genug. Da wird es nochmal auch keine mehr, ne? Und da kommen wir auf. Nicht mal 110, ne? Das ist doch nicht zu fassen. Wir brauchen einfach mehr. Also der Punkt ist, wir finden ja hier anscheinend eine Menge Steintafeln. So, und wir haben auch einen Haufen Geschicklichkeitssteintafeln gefunden. Das heißt, es muss
liegt doch auch ein Haufen Stärkesteintafeln. Oder das mindestens ein paar. Kann ja nicht sein, dass wir schon alle haben. So, ich überlege jetzt nur. Wir haben ja jetzt hier soweit alles erledigt. Ich solle nach der richtigen Tür für diesen Ersatzschlüssel suchen. Und wenn wir einen Fokus haben, müssen wir noch mit Jones unten reden. Ist unten vielleicht irgendeine Tür? Ich glaube es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich davon nicht überzeugt, dass die da unten ist irgendwo. Was haben wir eigentlich noch alles so dabei? 5-mal Untote vernichten. Eisblock, Eis, ich glaube Eiswelle. Könnten wir dann bei den ganzen Feuersnappern mal zünden und die umlegen. Davon ist die große Pyramide. Welche ist denn in der Pyramide im Fokus? Sinn machen könnte es schon. Oder haben wir die Kollegen? So, die Frage, wenn es nur zwei sind, will ich dafür eigentlich keine. Aber egal. Wir haben ja 7 Stück. Oder wollen wir die, das ist halt die Frage. Wir haben ja auch nur 2-mal Eisblock. Wir testen erstmal, wie viel der magische Pfeil, der heilige Pfeil, Entschuldigung, Schaden macht. Ist der eben gerade eingeschlagen? Hallo? Macht er gar keinen Schaden? Okay, dann nicht. Es sind übrigens doch 3. In diesem Fall habe ich keine Hemmungen. Das war jetzt suboptimal. Die hauen uns halt schon auf den Deckel, das gibt's gar nicht. Das ist doch... Ach, das interessiert denn gar nicht. Okay, das ist... Die sind noch ganz schön groß, die Viecher, sehe ich jetzt erst. Okay, das ist... Aber die werden doch auch... Die sind doch locker immun gegen Feuerregen. Scheiß drauf. Überleben den. Au. Alter Vater, was sind das für Viecher? Die müssten wir mit der Eiswelle einfrieren und dann Feuerregen draufschmettern. Was ist mit denen falsch? Oder ich mache irgendwas. Vielleicht auch Unwetter viel effektiver gegen die oder. Was weiß nicht, ich meine, das ist Feuerkasper. Uff. Okay. Das ist ein bisschen problematisch, dass die immer noch so stark sind. Da liegt noch ein Goldstück. Aber die Truhe eigentlich hatte man, ja? Das ist weit entfernt, lauf halt richtig hin. Ja doch, die hatte ich schon, die erinnere ich mich, die waren nämlich so quer hier, genau. Ich habe halt das ungute Gefühl, dass wir für den Fokus in die Pyramide müssen. Und wir schaffen nicht immer die Kerle, die vorne dran stehen. Feuerpfeil brauchen wir eh nicht. So. Untot sind Feuer-Snapper, glaube ich, auch nicht. Deswegen Untote. Ich meine, irgendwie wirken sie geisterhaft. Also, wir könnten es mal probieren. Aber der heilige Pfeil sagt auch nein. Auf der anderen Seite hieß es ja, wir sollen uns mal außen in den Höhlen umschauen.
Deswegen muss in der Pyramide hier vor uns nicht unbedingt der Fokus drin sein. Was haben wir da oben wieder für einen Clown? Ah, da waren ja noch so Golems, ne? Steingolem. Dem haben wir auch keinen Schaden gemacht, ne? Können wir dem vielleicht einen heiligen Pfeil reinpfeffern oder so? Das könnte man wenigstens mal ausprobieren. Es gab schon den einen oder anderen Gegner, den wir nichts aus, an dem wir nichts ausrichten konnten. Eisblock ist auch scheiße, weil dem machen wir keinen Schaden. Geysir, das hätte ich vielleicht mal auf die Feuersnapper wirken sollen. Sehe ich jetzt erst. Ja, Moment, jetzt können wir dem wieder keinen Schaden machen, oder was? Also gar keinen. Dem können wir gar keinen Schaden machen. Vielleicht mit dem. Zum dicken Hammer vielleicht. Aber da fehlen sie Stärke. Ich könnte einfach mal alles reinpfeffern, was wir hier haben. Oder bin ich mir immer so unschlüssig? Ich glaube, ich werde nämlich erstmal ein bisschen in Stärke investieren. Und dann den ganzen Kram reinpfeifen. Ja, wir kommen auf jeden Fall nicht an dem Golem vorbei und vor der Pyramide selbst war auch ein Haufen Kram. Das wird schwitzig. Wir können ja notfalls einfach mal reingehen. Die Gegner erstmal stehen lassen. Da war glaube ich auch irgendwas mit Steingolems oder Feuersnappern. Also auf jeden Fall hinten dran waren Feuersnapper, das weiß ich noch ganz genau. Ach genau, und vorne dran war ein Feuergolem. Kein Steingolem. Können wir den vielleicht irgendwie aus der Ruhe bringen? Eisblock und dann niederstrecken oder. Ein bisschen Wasser in die Fresse. Wieso kriegt der keinen Schaden? Aua! Warte, machen wir sogar Schaden. Oh, Idiot, dann hätte er der. Ach oh Gott, dann hätte er der Ding gelangt. Aua! Ui, ja, der mich umgekloppt. Dann hätte ja der Eisblock gelangt. So, jetzt will ich aber nochmal wissen, hätte ich dann den da auch umboxen können. Wobei, machen wir erstmal den da. Ich will es nochmal so versuchen. Ja, eigentlich hätte ich direkt nix. Das ist ein Feuerball. Stecken, Sau. Eigentlich direkt Eisblock benutzen sollen. Weil da war man ja dabei. Nix, jetzt komm her. Es so nah an den dran zu müssen. Vor allem, wenn noch der andere da vorbeikommt. Na, komm erstmal her, so ist gut. So ist der so langsam, der Kerl. Abgang. So. So, jetzt wäre wenigstens der mal kaputt. Nichts zu holen. Wir können die Kohle im Herzen noch gar nicht entnehmen. Das ist natürlich wieder perfekt. Immerhin ist der platt. So. Das heißt, wir könnten jetzt auf jeden Fall da rein, ohne dass uns jemand aufhält. Natürlich werden wir den Feuerwehrmann auch noch versuchen zu erledigen. Wenn wir das Grab hier geöffnet haben. Beziehungsweise in der nächsten Folge dann. Ach, das Grab hatten wir schon. Oder da ist einfach nichts drin. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir den Feuerwehrmann töten. Beziehungsweise ich gehe nochmal kurz zum Steingolem. Denn wenn der genauso einfach gewesen wäre jetzt wie der da, dann
Ja, war das alles total unnötig. Naja. Wer würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns mal die Pyramide von innen an. Hoffentlich wird es nicht allzu katastrophal. Und ja, wir versuchen nochmal unseren Feuerwaran und Golem. Das dürfte eigentlich unmöglich sein. Dann schauen wir mal, ob wir den Fokus irgendwo hier in der Umgebung finden werden. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.